Kennt ihr das? Früher als kleiner Junge hat man sein Geld ausgegeben, sein hart erspartes Taschengeld für etwas, was sich lohnen sollte, was eine richtige Explosion darstellen sollte. Ihr wolltet ja euer Geld nicht aus dem Fenster schmeißen oder dem nächsten Dinkelberg geben, aber manche Games zünden einfach nicht. Zeitreisen war früher schon cool, aber wie wär's mit einem Spiel dazu? Vielleicht mit einem Nintendo-Charakter? Hier sehen wir wenigstens noch den spaßigen Teil des Surfen. Aber das war's dann auch schon. Ich habe das Spiel früher mit 7 oder 8 gekauft, weil es keine Altersempfehlung hat, das Game. Und ja, das war das einzig Spaßige mit dem Surfen, wie gesagt. Mein hart erspartes Taschengeld ging drauf für Marios Zeitmaschine. Die Texte waren komplett in Englisch und alles, was man macht, man läuft in der Welt herum, man redet mit NPCs, die auch alle Englisch reden und Englisch war ja eh so gut mit 7, 8 Jahren. Ja, klasse. Und muss Lückentexte füllen. Also wirklich. Es kommen dann Lückentexte, wo du die richtige Antwort auswählen musst. Und dann bekommst du Artefakte und die muss man dann aufs Podest stellen, damit du verhindern kannst, dass Bowser irgendwie die Geschichte verändert. Also, das Spiel war echt nichts für 7-, 8-Jährige. Wirklich. Aber ich glaube, die haben schon mit Absicht Mario drauf geklatscht, weil sie sich gedacht haben, ja, vielleicht kauft sonst niemand mein Spiel. Hier haben wir zum Beispiel so einen Lückentext, den man befüllen muss. Also das Spiel war wirklich nichts für Kinder. Naja. Aber es war ja nicht mein einziger Fehlkauf. Vielleicht habt ihr sogar auch ein paar Fehlkäufe. Würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Das würde mich echt interessieren. Früher gab es doch eine Zeit, wo Open Worlds nicht mit lauter Mist befüllt waren. Das beste Beispiel dafür ist Gothic. Nein, das ist kein Fehlkauf, das ist einer meiner Lieblingsgames. Die NPCs hatten echt gute Dialoge, die waren echt gut geschrieben, hatten einen geregelten Tagesablauf, es gab einen Tag- und Nachtzyklus. Man muss sich bedenken, für dieses Jahr, wo das Spiel rausgekommen ist, das ist wirklich alt. Aber es war wirklich seiner Zeit voraus. Das Kampfsystem war klasse, die Skills, die man lernen konnte, waren klasse, Magie war klasse. Es hatte so viel Charme, das Game, wirklich. Da können sich viele noch eine Scheibe abschneiden von dem früheren Game hier. Man konnte sich verschiedenen Lagern anschließen, die Quests waren vielfältig und sogar In Extremo hatte sogar einen Gastauftritt in dem Spiel. Also für jeden Rollenspiel-Fan unter euch, der sich nicht von der Grafik abschrecken lässt und das noch nicht gespielt hat, holt es nach. Das Game ist wirklich der Hammer. Ab Gothic 3 hatten die Studios Streit untereinander und jeder entwickelte selber dann ein Game. Heraus kam dabei Arcania, A Gothic Tale. Ja, wohlgemerkt, es stand in der Überschrift da A Gothic Tale. Und da ich Hoffnung hatte, dass das Spiel genauso geil wird wie die anderen Gothic-Teile, habe ich es mir natürlich geholt. Und es war ein totaler Fehlkauf. Erstmal hat es die Open World nicht mehr gegeben. Das waren eher so, wie soll ich sagen, solche Boxen. In der Box musst du deine Mission erfüllen, damit du zu der nächsten Box kommst. Also jedes Mal wird da immer ein Teil von der Welt freigeschaltet. Das ist für mich kein Open World. Das Skillsystem wurde total über den Haufen geworfen. Die Geschichte war absoluter Müll. Der Bettler hatte Albträume, wo der Held von Gothic aufgetaucht ist als böser König. Also totaler Quatsch, also ganz ehrlich. Und ja, ich war einfach maßlos enttäuscht. Die Quests waren einfach nur Müll. Das waren nur Bringaufgaben oder Tötaufgaben. Es hatte keine Auswirkungen, welches Lager du dich anschließt. Es waren immer dieselben Funktionen dann. Also totaler Müll einfach. Wirklich, ich war so enttäuscht. Das Kampfsystem war einfach nur ein Gebolze auf die linke Maustaste. Also es ging echt nur tipp, 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 tipp für Schlagen. Also das war wirklich nix. Wie gesagt, mir hat das wirklich im Herzen wehgetan. Nämlich Gothic war echt ein geiles Game und das war es einfach nicht mehr. Wie oft habe ich euch denn angesagt? Rennt nicht durch meine Hütte!